Lord Pappnase. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, etwas anderer Art. Wir spielen Gothic 3 The Beginning und Gothic 3 The Beginning, das kennt ihr vielleicht gar nicht, war ein Handygame, das damals im Yamba-Spar-Abo drinne war. Und wir schauen uns einfach mal kurz den Trailer dazu an. Gothic 3. Gothic 3 und viel mehr jetzt neu auf deinem Handy im Yamba Action Abo. Tauche ein in die Fantasiewelt von Gothic 3 und bring die Magie zurück in die Welt. Bekämpfe Orks und Monster. Sende Welt 1 als SMS an 5x3. Ja, der Trailer lässt Schlimmes vermuten, aber wartet noch. Das eigentliche Spiel ist nämlich eigentlich richtig gut. Es ist wie gesagt ein uraltes Handygame. Ich weiß nicht aus welchem Jahr, aber das mit Gothic 3 zu tun hat, muss es irgendwann 2006 gewesen sein. Und es kam für die sehr, sehr alten, ich glaube, es war noch Nokia-Zeit-Handys raus. Und es ist aber gar nicht so schlecht. Es erinnert in den besten Momenten an so alte RPG-Maker-Klassiker wie Unterwegs in Düsterburg. Es ist sehr rudimentär, es erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von Xardas und Corinis und Mythanaim allgemein. Aber ich will gar nicht so viel labern. Wir starten einfach mal ins Spielgeschehen rein. Ich hab's vor Ewigkeiten mal gespielt, weiß aber nicht mehr allzu viel davon. Deswegen, wir schauen jetzt einfach mal. Ich guck mal fix in die Einstellungen. Wir wollen Hintergrundmusik auf jeden Fall. Ja gut, die Vibrationen werde ich jetzt am Emulator nicht so haben. Erweiterte Steuerung. Keine Ahnung, ich lasse das mal aus. Ich weiß es nicht. Hilfe. Was ist die erweiterte Steuerung? Ah ja, okay. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Brauchen wir nicht. Nee. So, wie komme ich denn jetzt eigentlich zurück? Ah, so. Ich muss noch wegen der Steuerung gucken. Info. Hier sieht man auch nochmal die Entwickler. Ah, hier, schaut mal. 2007 scheinbar war das. 2007, 2008. Okay. Jetzt sind wir zumindest mal ein bisschen schlauer. Gut. Aber ohne Umschweife starten wir jetzt. Denn wir wollen ja auch was vom Gameplay sehen. Let's go. Neues Spiel starten, würde ich sagen. Xardas, hilf mir! Ich bin Butoma, Hüter der Magie, Beschützer der Tempel. Ich habe geschworen, die Macht der Magie bis zu meinem Tod vor der Gier des Bösen zu beschützen. Und auch nach meinem Tod habe ich diesen Schwur immer Treue geleistet, bis jetzt. Xardas, ich kann nicht mehr. Meine Feinde werden immer stärker und zahlreicher, die Bedrohung immer gefährlicher. Ich brauche deine Hilfe. Du musst zu den Tempel gehen und sie öffnen. Du kannst die dort eingesperrten Kraft der Magie nutzen, um dich gegen das Böse zu wehren. Was? Wieso ich? Weil nur du dazu imstande bist. Vertraue mir, so wie ich dir vertraue. Du brauchst aber die Hilfe der vier anderen. Welche anderen? Die vier Auserwählten. Du erkennst sie an einem Symbol, das sie bei sich tragen. Du musst diese vier finden, aber besuche vorher einen der Tempel. Er ist ganz in der Nähe. Du musst nur den Weg Richtung Süden folgen. Los, Xardas, bitte beeile dich. Mein Gefühl verheißt mir nichts Gutes. Was war das? Ein Traum? Es kam mir aber so real vor. Aber ein realer Geist? Das kann doch nicht sein, oder doch? Ich muss es herausfinden. Zu diesem Tempel gehen. Was habe ich schon zu verlieren? Jetzt rede ich schon mit mir selbst. Das hat mich so mitgenommen. Ich bin komplett verwirrt. Ich glaube, ich nehme mal das Tutorial, weil ich habe keine Ahnung mehr. Ich nehme das Tutorial. Ich muss die Navigations- bzw. die Nummerntasten benutzen, um mich in die entsprechende Richtung zu bewegen. Okay, das klappt schon mal. Bin begeistert. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Verschlossen. Oh, da brauche ich einen Schlüssel für. Kann ich mich ins Bett legen? Nee, aber guck mal, ich kann mit den Fäusten kämpfen. Boah, ich box dich um. Gut, ein Icon zeigt mir, dass ich die Tür, vor der ich stehe, mit einem Druck auf die Aktionstaste, Navigationstaste Mitte oder 5 öffnen kann. Allgemein werden mir alle möglichen Aktionen im Spiel durch Icons angezeigt. So. Plopp. Oh, da ist die Tür schon offen. Ah, dort auf dem Tisch liegt mein Schlüssel.
Wenn ich genau davor stehe, kann ich ihn mit der Aktionstaste aufnehmen. Let's go. Sehr gut, das ist der Schlüssel zu meiner Truhe im Schlafraum. Wenn ich mich vor die Truhe stelle und die Aktionstaste drücke, schließe ich sie automatisch mit dem passenden Schlüssel auf. Ja, aber ich will mich erst noch umgucken, Spiel. Kann ich hier an den Regalen irgendwas machen? Nein, okay. Vielleicht da unten am Bücherregal. Vielleicht werden wir gebildet. Vielleicht werden wir später mal ein starker Magier, wer weiß. Ich sollte unbedingt meine Ausrüstung aus der Truhe nehmen. Das funktioniert genauso wie das Aufnehmen des Schlüssels. Allerdings gibt es jetzt eine Auswahl an Gegenständen, die in die jeweilige Kategorie meines Inventars eingeordnet werden. Außerdem kann ich auch Gegenstände in die Kiste legen. Dazu muss ich die entsprechende Taste drücken, Standard Stern, um zwischen meinem Inventar und der Kiste umzuschalten. Oh, Stern habe ich gar nicht belegt, sehe ich gerade. Auf was lege ich denn jetzt Stern? Gute Frage. Lasst mich mal kurz überlegen. Ich muss hier kurz mal die Tastenbelegung umstellen. Und zwar, wo lege ich denn das jetzt hin? Y vielleicht? Und C. Ja, es wird schon passen. Was soll schon schief gehen? Okay, let's go. Wir haben ein Messerchen. Nehmen. Wir haben eine leichte Butlerhose. Nehmen. So, die habe ich eingepackt. Jetzt muss ich sie aber auch anlegen. Dazu öffne ich das Quick-Menü. Standardmäßig mit der linken Display-Taste. Was ist denn jetzt die linke Display-Taste schon wieder? Finden wir alles raus. Dort finde ich meine eingesammelten Gegenstände wieder. Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die sich mit links und rechts wechseln lassen. Den jeweils markierten Gegenstand kann ich benutzen, verbrauchen, wegwerfen oder einem Quickslot zuweisen, indem ich das entsprechende Menü mit der Aktionstaste aufrufe. Aha. Um Waffenrüstung anzulegen, muss ich den Punkt Benutzen auswählen. Einen Verbrauchsgegenstand kann ich mit Verbrauchen sofort verwenden. Okay, aber ich nehme erstmal den Kram hier noch mit. Nun mache dich reisefertig und dann auf zum ersten Tempel. Keine Angst, ich werde bei dir sein und dich beschützen, so gut ich kann. Okay. So, was ist denn jetzt? Hier habe ich mein Inventar. Oh, guckt mal, wir haben sogar einen Questlog. Butomas Entscheidung. Geh zum Tempel im Süden. Okay. Ja, das sollte ich hinkriegen. Dann haben wir hier noch Charakter, Stufe 1, Erfahrung 0, nächste Stufe 60, Lernpunkte. Guck mal, sogar mit Lernpunkte hier. Gesundheit, Mana, Stärke, Geschicklichkeit. Ach, sogar das haben sie eingebaut. Schaut mal, Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Bogen, Armbrust, Schlösser knacken. Rüstungswerte. Unglaublich detailliert für so ein Handy-Game. Echt schön. Okay. Dann gehen wir jetzt mal ins Inventar. Wir haben ein Messerchen. Das werden wir benutzen. Und die leichte Butlerhose werden wir auch benutzen. Okay. Sollte jetzt ja theoretisch funktioniert haben. Wir schauen mal in den Charakter rein. Ja, schaut mal. Jetzt haben wir Rüstungswerte hier. Und wenn alles geklappt hat, müssten wir jetzt auch mit dem Schwert zuschlagen können. Ja, wir haben ein Schwert ausgerüstet. Boah. Ja. Boah. Okay, let's go. Dann gehen wir hier mal nach draußen. Los, Xardas, bitte beeile dich. Mein Gefühl verheißt mir nichts Gutes. Will ich diesen Ort verlassen? Ja. Und jetzt sind wir hier in der wunderschönen Overworld, wie ich sehe. Sehr schön. Oh, Alter, das ging schnell. Du musst kämpfen lernen für die schweren Aufgaben, die vor dir liegen. Dort vorne ist ein junger Wolf, der von seinem Rudel getrennt wurde. Los, greif ihn an und mach dich mit deinen Fähigkeiten vertraut. Okay, let's go. Wenn du es noch nicht getan hast, dann aktiviere deine Waffe über das Inventarmenü. Wenn du in Reichweite eines Gegners bist, kannst du ihn durch Drücken der Aktionstaste anvisieren und angreifen. Sind mehrere Gegner in der Nähe, kannst du deine Ziele mit der entsprechenden Taste... Die Tastenüberlegung muss ich vielleicht für die nächsten Folgen nochmal überdenken. Okay, anvisieren, let's go. Außerdem solltest du lernen, deinen Quickslot zu benutzen. Ich hoffe, du hast die Heiltränke eingepackt. Dann geh ins Inventarmenü, wähle sie aus und weise sie einen Quickslot zu.
Das Trickshot-Menü rufst du mit standardmäßig Hashtag auf. Dadurch kannst du schnell deine aktive Waffe wechseln oder Verbrauchsgegenstände benutzen. Dazu musst du es mit der entsprechenden Taste öffnen und mit der Nummerntaste den entsprechenden Gegenstand auswählen. Okay. Töte nun den einsamen Wolf. Let's go. Komm her, Wölfchen. Anvisieren, ne? Okay, let's... Das hat schon mal geklappt. Okay, und wenn ich in Reichweite bin, dann kann ich draufhauen. Ich sehe. Ich verstehe. Wow, ein befreiendes Gefühl. Ich glaube, ich habe noch viel mehr Potenzial in mir. Ich sollte in Kurinis jemanden suchen, der mich trainieren kann. Ein Hinweis. Gut gemacht. Schau nach, ob er etwas bei sich hatte. Ich würde auf jeden Fall sein Fell und Fleisch mitnehmen. Dann kannst du es verkaufen bzw. verspeisen. Dort oben steht außerdem ein kaputtes altes Fass. Du solltest mal nachsehen, ob noch irgendwas zu finden ist. Gegenstände sind mitunter in den unmöglichsten Stellen versteckt. Oh, können wir uns in dem Fass etwa verstecken? Nun weiter zum Tempel. Verlasse die Karte, indem du an ihren Rand gehst. Ich finde auch schön, wie das alles erklärt wird. Ein Kupferring. Oh, kann ich den anlegen, den Kupferring? Ich weiß nicht, was der bringt. Details. Wert 5. Scheint nur zum Verkaufen zu sein. Okay. Jetzt tue ich mal einem Gegenstand der Quickslot-Bar zuweisen. Quickslot. Wartet mal. Hast du noch nicht kapiert? Okay. Jetzt habe ich es scheinbar einem Quickslot zugewiesen. Und das rufe ich dann auf. Hier. Ah, okay, ich verstehe. So funktioniert das. Okay. Jetzt bin ich schon mal schlauer. Will ich diesen Ort verlassen? Na klar. Ja. Hier sind wir jetzt wieder in der Overworld. Und es gibt, wie früher in Japaner-Rollenspielen, zufallsbasierte Kämpfe auf der Karte. Das heißt, wenn ich mich hier hin und her bewege, dann kann es sein, dass ich in Monster reinrenne, wie jetzt zum Beispiel hier. Und das machen wir doch direkt mal. Oh, es sind Blutfliegen, Guys. Ich hoffe, die können nicht vergiften. Okay, nimm das! Du schäbige Blutfliege. Okay. Nächste. Ich muss immer warten, bis ich in Reichweite bin. Ich bin mal gespannt. Es gibt bestimmt noch coole Waffen. Vielleicht gibt es ja sogar Magie, weil wir sind ja Xardas. Okay, die Blutfliegen scheinen nichts dabei zu haben. Kann ich hier... Aha, guck mal, ich kann das ganze Zeug hier erkunden. Eine Keule. Oh, ist die besser als mein Schwert? Details. 15 bis 12 Schaden. Okay. Oh Gott, da gibt es ja Geschwindigkeit, Reichweite. Das ist ja komplexer als Gothic 1. Holy shit. Okay, hier Schaden, ich guck mal vor allem auf den Schaden jetzt. Oh, da ist der Schaden viel besser. Aber die Geschwindigkeit ist halt weniger, ne? Oh, das wird auch direkt verglichen, schaut mal. In Klammern steht direkt der Vergleich zum, das ist ja ausgeklügelt hier. Man könnte meinen, die Entwickler haben sich Gedanken gemacht. Das heißt, die Geschwindigkeit ist deutlich niedriger, aber der Schaden höher. Ich glaube, ich bleib bei Geschwindigkeit erstmal. Ich bleib erstmal bei Geschwindigkeit. Und schaue ich mal, ob hier noch andere Monster sind. Und wir müssen mal so ein Gefühl dafür bekommen, welche Gegenstände wichtig sind zum Untersuchen. Hier zum Beispiel. Aha, Gold. Gold nehme ich natürlich gern. Ah, guck mal, da hat sich noch eine Blutfliege versteckt. Nimm das! Ah ja, und wenn alle Gegner auf dem Screen tot sind, ändert sich die Musik. Sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Wie sieht es jetzt eigentlich mit meinen Erfahrungspunkten aus? Lasst uns doch mal nachgucken. Oh, wir sind schon Stufe 2 und wir haben Lernpunkte bekommen. Okay, also Level Up kriegen wir nicht unbedingt mit. Unsere Gesundheit erhöht sich auf jeden Fall beim Level Up. Jetzt weiß ich gar nicht, ob sich unsere Stärke auch verändert hat. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Müssen wir mal im Auge behalten. 20 Stärke, 15 Geschick. Okay. Okay, okay, okay. Aber ich muss auch erstmal reinkommen. Es ist auch so ein bisschen ein anderes Projekt mal. Aber ich wollte unbedingt, dass das Handy-Game auch hier auf meinem Let's Play-Channel abdecken. Wieso habe ich jetzt die Heiltränke nicht mehr ausgerüstet? Habe ich die verbraucht? Ich habe die scheinbar verbraucht. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber ich habe sie verbraucht. Oh, es gibt Autosave. Okay. Hier habe ich noch die Einstellungen. Ich finde übrigens weird, dass man nur zwischen Hintergrundmusik oder Soundeffekten wählen kann. Ich lass die Musik mal an. Okay. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, wie man hier speichert. Das hätte ich vielleicht vorher testen sollen, aber you know. Tempel des Feuers. Let's go. Oh, was seid ihr denn? Vorsicht, dort sind Orks. Die versuchen, in den Tempel zu kommen. Lusaro wird sie geschickt haben. Wer ist Lusaro? Lusaro? Sie scheinen den Tempel nicht öffnen zu können. Das bedeutet, sie haben es noch nicht. Gut. Was haben sie noch nicht? Sie dürfen es auf keinen Fall in die Hände bekommen. Du musst die anderen so schnell wie möglich finden. Was? Und wo kann ich die anderen finden? Das erkläre ich dir später. Jetzt solltest du hier verschwinden, bevor sie dich entdecken. Du bist noch zu schwach, um eine Chance gegen sie zu haben. Okay. Geh in die Hauptstadt Kurinis im Norden und finde Kilbas. Er wird dir helfen können. Okay. Okay. Ich leg mich mal mit den Orks noch nicht an. Dann lasst uns doch mal nach Kurinis gehen, Leute. Gruppe von Tieren. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Aber ich probier's mal. Ich meine, ich bin jetzt ja Level 2. Jetzt kann ich die ja bestimmt alle umwämsen. Oh oh. Holy shit. Okay, kein Problem. Kann ich hier bitte irgendwo einen Heiltrank kriegen? Blutfliegenstachel, aha. Stein gefunden anstatt bei der Blutfliege. So, was haben wir denn hier noch? Nichts. Das ist ja interessant. Ein Hauch von gar nichts. Ein Kupferamulett. Ich denke, die Amulette und so, die sind dann eher zum Verkaufen da. Vielleicht gibt es auch welche mit Werte. Oh, was ist das? Ist das ein Skavenga? Ein Skavenga. Spagat! Nimm das. Oh Gott. Der haut mich kaputt. Kann ich gehen? Shit. Ja, ich habe ja keine Chance gerade. Holy moly, warum sind die so stark? Und wir sind in Kurinis angekommen. Willkommen in Kurinis, Fremder. Kann ich dir helfen? Oh Gott, wir haben sogar Dialogoptionen. Was ist das Handy-Game? Okay, ich bin auf der Suche nach Kilbas. Kilbas wohnt hier gleich im Nordwesten. Okay. Ich brauche eine bessere Ausrüstung. Wir haben einen Schmied im Norden, einen Händler hier gleich vor uns. Die sicherlich über einen Besuch freuen würden. Könnte ein bisschen Tränk gebrauchen. Im Norden wohne... Training gebrauchen. Im Norden wohnen zwei Brüder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Vielleicht kannst du etwas von ihnen lernen. Okay. Vielen Dank. So. Eine Truhe. Krieg ich die auf? Ah, okay. Ich habe keinen Dietrich. Essie. Gefängnis? Nee, ich suche aktuell den Händler. Ich brauche nämlich ein paar Heiltränke. Bist du ein Händler? Ah, der erste Händler. Wenn ich mit ihm rede, wird er mir sicher seine Waren anbieten. Um selber Dinge zu verkaufen zu können, muss ich im Händlermenü zu meinem Inventar umschalten. Dort habe ich dann bei meinen Gegenständen die Option Verkaufen zur Verfügung. Will ich eine bestimmte Stückzahl verkaufen, kann ich einfach die Anzahl über die Nummerntaste eingeben. Krass. Guten Tag, kann ich dich für meine Waren begeistern? Zeig mal her.
Oh, ja. Aber ich will erstmal gucken, was ich verkaufen kann. Erstmal verkaufen. Blutfliegenstachel. Relativ wertvoll. Oh, der gibt mir nur 8 dafür. Ja, okay. Okay, was haben wir hier noch? Kupferring. Ablegen. Ups. Bin ich irgendwie aus dem Menü raus? Nein, da wollte ich... Ah, ich muss mich noch... Die Steuerung. Ich hab sie bald. So. Verkauf. Hier. Okay. Verkaufen. Ja. Verkauf. Der ist sogar 8 wert. So, die Keule will ich dann auch verkaufen. Die will ich nicht benutzen. Noch irgendwas? Nee, jetzt habe ich alles verkauft. Und jetzt will ich natürlich so ein paar Heiltränke haben. Oh, relativ teuer alles, ne? 6 Stück, aber ich glaube, ich brauche die Heiltränke. Ich glaube, ich brauche die, sonst werde ich nicht glücklich in der Wildnis. Ich kaufe die mal. Was hat er denn noch? Der hat noch auf jeden Fall Dietriche, Fleisch, magischer Pilz. Heilkräuter, okay. Was macht denn so ein magischer Pilz? Okay, I see. So, haben sich eigentlich jetzt meine Statuswerte nochmal verbessert? Lass uns nur mal gucken. Wir sind Stufe 3. Nee, Stärke hat sich nicht erhöht. Nur meine Gesundheit. Okay, wo waren denn jetzt die Heinis, die mich trainieren wollten? Im Norden. Okay, im Norden wohnen 2 Brüder. Lass uns doch mal kurz nach Norden gehen und vielleicht sollte ich mal einen Heiltrank trinken. Wahrscheinlich hat der die Heiltränke irgendwie automatisch benutzt. Ich weiß es leider nicht. So, im Norden. Du siehst eher nach Schmied aus, da vorne. Bist du der Schmied? Du bist der Schmied, okay. Bist du einer, der mich trainieren kann? Ey, was schnüffelst du herum und raus aus meinem Lager? Tolles Lager hast du da. Was zum Teufel treibst du da? Das geht dich zwar nicht an, aber zu deiner Information, ich lebe hier. Und was machst du so beruflich? Ach, dies und das, ich halte mich so übers Wasser. Hey, vielleicht kann ich dir etwas beibringen. Du willst mir etwas beibringen? Da bin ich aber gespannt. So kommen wir nicht ins Geschäft. Dann sag schon, was du drauf hast. Ich könnte dir zeigen, wie man effektiv Schlösser knackt. Das kostet dich aber was. Was verlangst du? 10 Goldstücke pro Trainingseinheit. Alternativ könntest du mir aber auch einen Gefallen tun. Später. Ich suche jetzt gerade eher Kampftraining. Bewohner. Mal hier vielleicht. Ich erinnere mich, dass in dem Haus irgendwas war. Waren hier die beiden Brüder drin? Ich glaube, das sind die. Ah, ein Trainer. Bei ihm kann ich meine Lernpunkte verwenden, meine Fähigkeiten zu verbessern. Leider muss ich ihn für seine Dienste normalerweise bezahlen. Damit. Mir wurde gesagt, dass ich hier sehr fähige Brüder finden kann. Ach, mein Bruder kannst du damit aber nicht meinen. Denn hier gibt es nur einen Bewohner, der sehr fähig ist. Was willst du von mir? Ich möchte trainiert werden. Das kostet dich aber mindestens 10 Goldstücke, je nachdem, wie intensiv wir trainieren wollen. Was genau kannst du mir beibringen? Goddammit, ich brauche schon wieder Geld. Warum wollen die alle Geld haben? Das finde ich nicht okay. So, warte mal. Wir gehen mal nochmal in die Wildnis. Das Spiel ist so ein bisschen grindy. Also man kann so ein bisschen grinden. Und darauf ist es auch ausgelegt. Aber ich finde das eigentlich auch mal wieder ganz, ganz schön. Ich guck mal, ob hier jetzt gleich irgendwo ein Monster kommt. Monster erscheine. Okay. So, dann probieren wir hier mal. Oh, das ist schon wieder ein Scavenger. Ist ein junger Scavenger. Okay. Gott, das sind ziemlich viele. Was soll ich denn gegen die gewinnen? Oh, 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 oh. Das wird jetzt interessant. Ich muss ein bisschen... taktisch spielen.
Kann ich mein Inventar jetzt gerade öffnen? Geht das? Okay, aber das Spiel geht trotzdem weiter, wenn ich im Inventar bin. Deswegen die Quickslot-Leiste wahrscheinlich. Okay, wir müssen die ein bisschen kiten. Let's go. Okay, einer ist down. Einer ist down. Der nächste. Okay, der hat wenig Leben hier. Den nehme ich mir als nächstes vor. Oh, ich bin fast tot. Das ist ganz schön schwer. Ah, das war mein letzter Heiltrank. Shit. Was mache ich denn jetzt? Ich bin völlig überfordert. Wir können aber auch gerne mal rausfinden, was passiert, wenn wir sterben. Okay. Ich nehme das Fleisch mal mit. Ich hab ein bisschen Angst. So ein Heilzauber wäre was, ne? Oder ein Ring der Regeneration. Oh oh. Oh oh. Ich kann doch bestimmt das Fleisch auch essen. Okay, es hat zumindest ein bisschen was gebracht. So. Nimm das. Jetzt wird es halt knapp. Sind denn noch mehr Scavenger? Vielleicht finde ich hier irgendwo Heiltränke oder so in den Bäumen. Nee, nicht wirklich. Okay, so, lass uns mal in Ruhe hier umgucken. Hier kriegen wir noch ein bisschen Fleisch. Das nehme ich direkt mal. Wir brauchen. Okay, das war ein guter Treffer. Oh, dankeschön. Guck mal, wir haben es geschafft. Leider kein Gold bisher gefunden. Wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht in dem Baumstamm. Messer des Kampfes. Und 7 magische Pilze. Die können wir, glaube ich, gut verkaufen. So, ich erstmal das Fleisch. Messer des Kampfes. Waffenfähigkeit plus 3. Schaut mal. Plus Max Schaden, Trefferchance plus 1, kritischer Treffer plus 1. Ja, ich würde sagen, wir haben eine neue Waffe gefunden. Die werde ich gleich mal benutzen. Was ist das denn? Ist das was? Nicht wirklich. Schön alles untersuchen. Habe ich jetzt eigentlich... Nee, ich habe nicht genug Gold. Aber das kann ich ja jetzt verkaufen und dann müsste ich genug Gold haben, um ein bisschen was trainieren zu können. 10 Gold hat er ja gemeint. Von daher können wir das machen. Let's go. Wir gehen mal zurück nach Corinnes. Nee, ich möchte jetzt nicht gleich nochmal kämpfen. Danke, Spiel. Ich möchte jetzt nicht gleich nochmal kämpfen. Let's go. Zum Händler. Und umschalten. Einmal das Messer verkaufen. Wow, das ist nur ein Goldstück wert. Ein bisschen wenig. Kaufen. Oh, holy shit. 56 Gold. Let's go. Damit kann man ordentlich trainieren. Ich meine, wie viele Lernpunkte haben wir denn? Wie viele Lernpunkte haben wir denn? 20 Lernpunkte. Das heißt, ich würde gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Stärke leveln und dann noch Einhandwaffen. Vielleicht. Wir schauen mal. Wir schauen mal. So. Ein- oder zweihändigen Kampf. Einhändiger Kampf, bitte. Oh, das... Oh. Ach so.
Ach so. Oh, wie gemein. Ich dachte, das ist wie ein Gothic, das 5, weißt du, 5 Lernpunkte, 10. Oh, das ist aber jetzt. Ja, okay, wir lernen mal Einhandwaffen. So. So, hat sich das jetzt auch direkt ausgewirkt? Schauen wir mal. Jawohl, wir haben Einhandwaffen auf 10. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, in meiner jungen Naivität, dass das ähnlich funktioniert wie in Gothic 1 und Gothic 2. Gehe ich jetzt einfach mal schwer davon aus. Dann gucken wir mal, was der andere Bruder noch beibringt. Ich gehe mal davon aus, dass ich bei ihm dann Armbrust oder so lernen kann. Fernkampfwaffen. Ich wollte nicht stören. Mir wurde gesagt, dass ich hier sehr fähige Brüder finden kann. Ach, meinen Bruder kannst du damit aber nicht meinen, denn hier gibt es nur einen Bewohner, der sehr fähig ist. Ich möchte trainiert werden. Mhm. Ah, und der kann mir der kann sogar Gesundheit verbessern. Oh. Das ist natürlich nice. Mehr Leben ist mehr Leben, ne? Jetzt habe ich nur leider kein Gold mehr. Die Frage, die sich mir gerade stellt, lasst uns mal noch was probieren. Weil ich habe ja gerade das Problem, dass ich wenig Heilgegenstände habe. Aber kann ich theoretisch zurück zu meinem Zuhause und mich da im Bett vielleicht auffüllen? Achtung, weil das wäre dann ja eine gute Möglichkeit. Nee, das geht tatsächlich nicht. Okay. Das ist natürlich sehr ungünstig jetzt. Aber es wird bestimmt irgendwo eine Möglichkeit geben, mich zu heilen. Vielleicht ein Gurinis, vielleicht gibt es da eine Taverne oder sowas. Oh, das sind jetzt ausgewachsene Scavenger. Aber die prügeln sich gegenseitig. Das ist ja großartig. Oh, die machen aber auch Schaden. Okay, vielleicht gehe ich erstmal nach Gurinis. Vielleicht schauen wir uns erstmal hier um, Leute. Die Monster wollen nicht platt. Ich muss irgendwie eine Heilmöglichkeit finden. Aber das kriegen wir noch raus. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Heute mal so ein kleiner Teaser. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat. Ich werde das Projekt auf jeden Fall weitermachen. Mir macht es nämlich bisher mega viel Spaß. Ich werde jetzt im Anschluss versuchen rauszufinden, wie man speichern kann. Es wird interessant bleiben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, bitte kommentieren und liken, Glocke aktivieren und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.